Eisengolem, wir haben das Dorf ja rein theoretisch selber gebaut. Das ist so die Sache, die ich mir frage, ob dann überhaupt ein Golem kommt oder nicht. Ob wir selber einen bauen müssen. Weil selber einen zu bauen, finde ich jetzt ein bisschen scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ich fände es schon schöner, wenn da vielleicht einer schon da wäre. So, 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 so. Zack, 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 zack. So. Gut. Dann laufen wir mal zurück. Ich würde sagen, wir holen auch gleich mal die ganzen Schienen, die wir bislang haben und können die auch gleich einbauen. Lauf, Dome, lauf! Du schaffst das, mein Freund! So, und jetzt hier hoch. Dann können wir eigentlich die ersten Schienen, die wir haben, auch gleich mitnehmen. Wir können auch gleich die Taschen nochmal kurz leeren und. Alles, was so nötig ist. Denn wie gesagt, wir bauen jetzt erstmal, bevor wir uns an die Getreidemaschine ranmachen, an unserem Gemüsemarkt da oben, werden wir erstmal, ne, uns ein bisschen U-Bahn-mäßig und Enchant-mäßig ausbilden lassen. Um es milde auszudrücken oder freundlich oder was auch immer. So. Also, dann das da rein, dann das da rein. Dann haben wir wieder eine Menge Stone bekommen. Das kann auch alles hier erstmal rein. Und obwohl, nee, warte, ich würde doch gleich gerne mal wieder ein bisschen Cleanstone brennen. Obwohl, warte, bevor ich das Cleanstone brenne. Obwohl, warte. So. Das kann hier wieder rein. Vier Eisen haben wir wieder gefunden. Das heißt, die vier Eisen können hier rein. Hätte ich jetzt hier ganz gerne mal die ganzen Eimer. So. Ich würde jetzt furchtbar gerne die restliche Lava holen, die wir noch haben. Böse Musik! So. Mal schauen, wo finden wir denn noch was? Ja, noch einen Block. Noch einen Block haben wir, aber ich glaube, das war's. Ne, mehr Blöcke gibt's hier nicht, wa? Waren das echt nur noch zwei? Ach verdammt, das waren nur noch zwei. Schade. Tja, dann machen wir das Ganze jetzt halt dicht. Zack, 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 zack. Und tschüss. So. Die Lava dort wäre Geschichte, aber wir haben ja noch das andere Ding da hinten. Da können wir nochmal was holen gehen. Hui. Lauf, Dome. So. Wie soll ich hier ein Hühnchen? Wo kommt das Hühnchen her? So, hier hinten war das doch, ne? Zack. Genau, das war hier. Laufen, sind unsere NPCs eigentlich auch so dämlich und laufen dann hier rein? So wie wir? Ich glaube schon, ne? So, einmal, zweimal, noch einmal und noch einmal muss weg. Und das war's. So, den letzten Eimer holen wir dann irgendwann anders. Jetzt haben wir erstmal hier genug. Übrigens haben wir noch Obsidian, ne? Das heißt, ich weiß auch schon, wo wir Obsidian für unseren Enchantment-Table herbekommen. Ist ja schon mal schön. Lauf, Dome! So, was machen wir denn dann? Weiß ich nicht. Also wir hauen jetzt erstmal Cleanstone rein. Machen uns neues TNT und gehen dann weiter auf zu den Sprengungen. Und wir spielen weiter fröhlich Sprengmeister. Sprengmeister in Aktion, würde ich fast schon sagen. So. Einmal, zweimal, dreimal. Und ansonsten hatten wir nicht... Irgendwann haben wir noch eine Lavagrotte gehabt. Ich glaube, das war sogar da hinten, ne? Wo wir den einen Eingang da hatten. Muss ich nochmal gucken. So, jetzt brauche ich auch erstmal die ganzen Pakete von... Ich habe ja nur einen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Pakete brauche ich. Damit ich nämlich sechs zum Verbrennen reinschmeißen kann. Einer, zwei, drei, vierer, fünf und sechs Pakete sind drin. Ein Paket haben wir noch so. Alles gut, alles gut, alles gut. TNT, das heißt, ich brauche jetzt erstmal wieder Sand. Komm, ich nehme gleich mal ein 64er Stack Sand und noch was von dem Schwarzpülverchen. So. So, wollen wir mal. Zack. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt werden. Stimmt, nicht ganz so viele. So, zack. Und, ja, machen wir den hier. So. Vier Stück, ich brauche aber fünf, ne? Verdammt, ich brauche fünf. Das heißt, ich kann eigentlich noch den einen TNT-Block nehmen. Warte. Nicht TNT, das eine Schwarzpulver hier. Müssen wir langsam mit den Monstern spielen, ne? Uns geht das Schwarzpulver aus. Wir brauchen ein paar Creeper. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. So. Alles klärchen, haben wir erstmal wieder so viele. Kann ja vielleicht auch sogar schon reichen. So. Dann kann der Sand wieder weg und dann kamen wir noch fünf Eier irgendwie auf Tasche. Schmeißen wir mal hier rein, dann haben wir auch erstmal wieder alles, was wir brauchen. So. Dann hauen wir erstmal wieder ab. Und sprengen uns weiter durch die Weltgeschichte des Untergrundes. Ach nee, warte. Ich wollte doch... Ich wollte doch gleich schon was mitnehmen, ne? Und weißt du was, bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal pennen gehen. Wir waren jetzt schon so lange nicht mehr schlafen. Da sollten wir dem lieben Gott gleich mal die Ehre erweisen, denn ich glaube, es wird gleich dunkel, ne?
Ich glaube schon, aber, oder? Oder? Weiß ich nicht. Was wollte ich denn jetzt? Ich hab's natürlich wieder voll vergessen. Was wollte ich denn jetzt machen, Mann? Helft mir! Was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Ach nee, ich hab's vergessen. Ah, Schienen. Da, das Ding. Da. 13 Stück. Auch in Ordnung. So, gehen wir pennen. Nein. Gut, haben wir auf jeden Fall schon mal 13 Schienen. Besser als nichts. Sind dann die, die wir aus den Katakonten herausgefischt haben, aus den alten Minen, ne? Genau, aber selber hergestellt haben wir noch keine einzige Schiene. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Schienen? Doch, ich glaube schon. Doch, vielleicht kriege ich da sogar noch hin. So, die hier kann aber eh weg, denn da kommt dann so eine Powered Rail hin. Ach, die überall. Ach, auf die ganzen anderen Dinger haben wir aber auch schon Schienen draufgehauen, ne? Naja. Aber die kann ja auch weg, da kommt auch so eine Powered Rail hin. So. Gut, dann können wir hier auf jeden Fall jetzt schon mal. Obwohl, hier müssen auch überall Powered Rails ran, ne? Oh, verdammt. Bis wohin denn? Waren das hier? Ich glaube, alle vier, ne? Das heißt, ich muss hier einen machen. Eins, zwei, dann hier. Eins, zwei. Was mache ich denn da? Pass mal auf, hier kommt eine Powered Rail ran, ne? Dann würde ich sagen, eins, zwei, drei lasse ich frei. Eins, zwei, drei lasse ich frei. Dann kommt eine Powered Rail. Zwei, drei, Power. Eins, zwei, drei, Power. Eins, zwei, drei, Power. Eins, zwei, drei, Power. Das passt sogar. Bin gespannt, ob das hält. So. Na, dann wollen wir weitergehen. Obwohl, nee, wollen wir gar nicht weitergehen. Wir können. So, ich habe doch jetzt hier sowieso schon so viele Dinger. Bringt das denn was, wenn ich das jetzt mit dem kombiniere? Habe ich eine neue, ne? Super. So, pass auf, ich mache jetzt einfach mal diesen Repair-Friendly-Mode. Der bringt mir gerade so gar nichts. Der kann jetzt weg. So. Was wir aber auch gleich machen können, weil jetzt eh schon die rote Wolle haben, eigentlich den Rand hier gleich fertig machen, ne? Der hier runter führt. So. So. Der Seite. Hier nochmal was weg. Hier nochmal was weg. Huch. Da nochmal was weg. Da nochmal was weg. Was weg. Hier noch einer weg. Da noch einer weg. Wie weit geht denn das runter, bitte? So, hier noch einer. Hier noch einer. Und hier noch einer. Und wir haben natürlich noch 12 Wolle. Das reicht auch für die ganze Welt. Wissen wir ja. Obwohl, könnte das reichen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hier, hier, hier. Hier. Hier, hier. Da, da. Ich wage zu bezweifeln, dass das wirklich ausreicht. So, so. Nö, natürlich nicht. Naja. So, egal. Gehen wir jetzt erstmal weiter sprengen. Hui. Muss ja gestehen, das Sprengen macht irgendwie doch schon Spaß. Aber die U-Bahn-Linie wird ein bisschen lang, ne? Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Weg doch so lange ist, den wir dann fahren müssen. Ich hätte echt gedacht, der ist kürzer. Zack, und schon sind wir hier. Naja. So. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der so lang wird. Du, einmal hier rein, bitte, und dann sprengen wir da nochmal weg. Achtung, Sprengung! Und, komm, Kabusch. Damn. Och nee, nicht schon wieder Kies. Ich hasse Kies. Versteht das denn keiner? Mann. Oh, meine Nase kribbelt. Das ist auch schlimm. So. Pass auf, das weg und dann jetzt. Zack, zack, zack. So, geht doch. Ich brauche gerne Fackel wieder hier, ne? Ich hoffe, dass die das überlebt, die nächste Sprengung. So. Du. Und wusch. Na, wir sind gespannt. Kaboom. Hey, wieso Kohle? Ach, weil hier Kohle ist. Super. Verflixt. Manu, naja gut. Hau mal die Kohle mal raus. So. Die Kohle meine ich jetzt erstmal in die Erde. So. Und jetzt die Kohle. Komm mal ran, meine Freund. Meine kleine freundliche Kohle hier. Ist ja nicht so viel. Ich dachte, jetzt hier wäre mehr. Ich hätte doch gerne Eisen genommen. Wäre auch kein Problem gewesen. Aber nein, muss ja Kohle kommen. Mein Gott. So, ne, Kohle kann man auch selber herstellen. Eisen ist mir da doch ein bisschen kostbarer. So. Dum, dum, da, da, da. Puh, ist doch echt cool. Alter, hier ist aber eine Menge. Geht das noch weiter? Ne, hier nicht mehr. Da ist Eisen. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst, dass wir noch Eisen finden, Mensch. Das wusste ich ganz genau, deshalb habe ich auch gesagt. Ich brauche Eisen. Das wusste ich ganz genau. So. Hier haben wir nichts mehr, aber hier haben wir noch ein Eisen. Block. Exakt. So, Erde. 48 Stück. Wo ballern wir so viel Erde weg? Nicht schlecht. So. So.
Hier raus, so, so, so. Bis hierhin können wir auch noch alles mit Erde auskleiden, ne? Ja. Und ab hier muss jetzt hier ein normaler Stein rein. So. Gut. Dann jetzt hier nochmal einmal rein. Eins, zwei, zack. Und rette sich weg an! Mal ganz spektakulär sein. Boom! Go! Eisen! Eisen! Okay. Radar, Radar, meldet Eisen, meldet Eisen. Oh, weia. So. Die Fackel hat es aber überlebt. Finde ich gut. So, wie weit sind wir? Nicht wirklich weit. Naja. So, das sind zwei Blöcke. Nee, mehr. Oh. Oh, noch ein paar sogar mehr. So. Na gut. Hier muss sowieso schon Stein rein und das kann ich eigentlich freilassen. So, eins, zwei. So, mache ich einfach gleich mal das nächste, dann haben wir es schnell hier hinter uns. Zack! Spreng dich tot, mein Freund! Spreng dir den Weg frei, aber mach nichts kaputt. Ey, das war jetzt voll falsch. So viel solltest du gar nicht wegspringen. Das ist jetzt voll falsch gewesen. Scheiß Ding. Na gut, aber das ist jetzt eh das Ende. Das heißt, hier kommen eh die Bänke hin. Hier ist es auch egal. Aber hier nicht. Das ist die Wand. Wieso er den Erdteppich hier oben nicht wegsprengt, ist ja auch ein bisschen verwunderlich, ne? So, eins, zwei. Rein da und jetzt bitte wegspringen. Ach, jetzt hat er noch Erde mitgenommen. Auch sehr lustig. Der hat auch Spaß, wa? Der macht das auch nur dann, weil er Lust hat. Naja, gut. Ersetzen wir den ganzen Klimpatsch hier mal. So, zack, 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 zack. Wieso ist hier oben eigentlich jetzt schon der Erdteppich? Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich habe nämlich keine Lust, den Häusern in meinem Dorf zu nahe zu kommen. Das finde ich irgendwie nicht so lustig. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, hier muss der eine rein. Aber hier kommt jetzt wieder Stein als Oberfläche. Okay, lassen wir uns mal vom Stein überraschen. So. Hier, 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 hier. Du, du, du. Bam, badam, bam, 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 bam. So, eins, zwei. Rein. Sprengung! Ich bin ja mal gespannt. Kavusch! Och man, der hat's auch nur Fackel weggerissen, ey. Immer so aggressiv, diese Sprengungen. Ach Mensch, noch mehr Eisen. Also ich stelle gerade fest, Sprengungen sind unglaublich ergiebig. Hätte ich ja so gar nicht gedacht. Was Rohstoffe angeht, ne, man kann nicht meckern. Man mischt nur die Erde ein bisschen auf und schon geht alles gut, ne? So. Hier machen wir nochmal den. Ach, hätte ich jetzt gar nicht machen müssen, war egal. So, hier haben wir den noch und hier haben wir den noch. Haben wir nur 7 Stück, ne? Wir sind aber fast auch wieder raus aus dem Dorf. Schaffen wir schon. So. Boom. Sehr schön. So, haben wir jetzt noch das hier oben. Das muss auch weg. Zack, zack, zack. Zuck, zuck. Weg mit dir, kleines Blöckchen. So. Kleines Blöckchen, misch dir weg. Oh, blödes kleines Blöckchen. Ich komme mir vor wie ein russischer Gangster mit einer Katze auf dem Arm. Oh, weia. So. Misch dir kleine Steinchen weg. Oh, kleine Steinchen, misch dir weg. Oh, ich gucke mal den. Oi, oi, oi. Ja. So, okay. Haut mir noch gleich wieder die Fackel weg. Wetten. Bam. So, jetzt lasse ich die Fackel da auch wieder stehen. Jetzt muss aber das hier erstmal alles wieder weg. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Und weiter. Wie viel noch? Noch ein bisschen, wa? Ist das Dorf echt so groß? Dauert das echt so lang hier, sich da reinzusprengen? Meine Güte. Meine Güte. Für TNT brauche ich denn da noch, ey, Hilfe. Ja, ich baue das bestimmt nicht ab. Bam! Bam, bam. Da-dam, da-dam, da-dam. Dum, 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 dum. Ich find's auch super, dass das so spannend ist, hier gerade wegzusprengen. Aber irgendwann müssen wir die U-Bahn halt auch machen. Und offline möchte ich... Nein! Die U-Bahn nicht machen. Was soll die Scheiße jetzt da? Och nee, echt nicht. Mit Scheiße, egal, da kommt trotzdem TNT rein. Wir werden jetzt gleich eine Menge Arbeit haben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nix gut. Nix gut. Shit. Scheiße, wir sind zu... Nein. Ah. Oh, oh. Alter, haben wir Schäden im Dorf angerichtet? Oh, oh. Das ist äußerst schlecht. Scheiße, scheiße. Ich werde gleich gucken müssen, ob wir irgendwo Schäden angerichtet haben. Oh nein. Oh nein, ne? Verdammter Mist.
So ein Dreck. Ich wusste genau, wir sind zu dicht unterm Dorf. Shit. Oh, verdammt. Das kann jetzt wirklich ins Auge gehen.